Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Dienstag. Neues und Interessantes aus dem Bergland und den Gefilden der Oberlausitz. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Dienstagsausgabe der Lausitzwelle Regionalzeit. Wir hoffen, Sie hatten schöne Ostern. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind und wie üblich am zweiten Tag der Woche schauen wir heute ins Oberlausitzer Bergland und deren Gefilde. Die Nutzungszeiten der Sportstätten in Trägerschaft des Landkreises Bautzen haben sich geändert. Bei der letzten Kreistagssitzung stimmten die Abgeordneten für die Erweiterung des Zeitfensters für den Kinder- und Jugendsport zum ermäßigten Kostensatz von 5 Euro pro Stunde wochentags bis 19 Uhr sowie eine Erweiterung der Nutzungsmöglichkeit der Sportstätten in den Ferien, an schulfreien Tagen sowie an gesetzlichen Feiertagen im Freistaat Sachsen. Mit der Neuregelung reagiert Landrat Udo Witschers auf zahlreiche Hinweise von Vereinen und Bürgern auf die erstmals 2021 beschlossenen Nutzungszeiten. Die Nutzungszeiten der Sportstätten in Trägerschaft des Landkreises Bautzen haben sich geändert. Bei der letzten Kreistagssitzung stimmten die Abgeordneten für die Erweiterung des Zeitfensters für den Kinder- und Jugendsport zum ermäßigten Kostensatz von 5 Euro die Stunde wochentags bis 19 Uhr sowie eine Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten der Sportstätten in den Ferien, an schulfreien Tagen sowie an gesetzlichen Feiertagen im Freistaat Sachsen. Mit der Neuregelung reagiert Landrat Udo Witschers auf zahlreiche Hinweise von Vereinen und Bürgern auf die erstmals 2021 beschlossenen Nutzungszeiten. Zum Beispiel hatten wir damals den verminderten Betrag zur Förderung des Kinder- und Jugendsports bis 18 Uhr festgesetzt. Und man hat sich da das angeschaut und ist auch an mich als Landrat herangetreten. Und deswegen habe ich nochmal unser Schulamt und auch den Kreissportbund als Vertreter der Sportvereine gebeten, nochmal nachzuschauen, ob man das auch verändern kann. Und wir haben gesagt gehabt, wir erweitern das bis auf 19 Uhr, weil in vielen Vereinen auch der Kinder- und Jugendsport tatsächlich bis 19 Uhr vonstatten geht. Und wir haben im Weiteren ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht eingeführt, wenn als Beispiel ein Wettkampf angedacht ist und ja die andere Wettkampfmannschaft oder der Schiedsrichter etc., also ein Dritter, kurzfristig abgesagt hat, dann ist das Verschulden des Dritten ja nie dem ausführenden Verein anzulasten und insofern hat man dann ein Sonderkündigungsrecht für solche Fälle. Außerdem sollen Vereine künftig auch eher in die Umkleiden dürfen. So umfasst die Änderung auch eine zusätzliche Umkleidezeit von 15 Minuten. So soll der Übergang einfacher und schneller vonstatten gehen. Das automatische Waldbrand-Früherkennungssystem, kurz AWFS, der Landkreise Bautzen und Görlitz feiert in diesen Tagen sein 20-jähriges Bestehen. 2003 wurde probeweise die erste Kamera auf dem Schornstein der Energiefabrik Knappenrode installiert. Heute sind fast alle Feuerwachttürme in den Wäldern der nördlichen Oberlausitz mit der Überwachungstechnik ausgestattet. Die Bilder werden in der integrierten Rettungsleitstelle Hoyerswerda ausgewertet. Laut der Beigeordneten des Bautzener Landrates Romy Reinisch hat sich dadurch die Gefahrenabwehr deutlich verbessert. Zuvor mussten Beobachter auf den Türmen nach Anzeichen von Bränden Ausschau halten, was eine physisch und psychisch sehr belastende Tätigkeit war. Auf den Krustubrauer Sportanlagen laufen derzeit die nach Vereinsangaben größten finanziellen Investitionen des SV 1896 Krustubrau seit den 90er Jahren. Wie der Verein auf seiner Website mitteilt, erhielt er im Spätherbst 23 die Förderzusagen der Sächsischen Aufbaubank für mehrere Teilmaßnahmen. Dazu zählen die Sanierung der Sanitäranlagen und der Heizung im Sportlerheim, die Erneuerung der Bahnanläufe auf der Kegelbahn sowie der Bau einer Beregnungsanlage auf dem Sportplatz am Wasserturm. Um den laufenden Sport- und Spielbereich nicht zu beeinträchtigen, seien Dusch- und Toilettencontainer aufgestellt worden. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten bis Ende April. Kegelbahnanläufe sind bereits fertig. Vom 1. bis 5. April musizieren 20 Schüler aus der gesamten Lausitz zum mittlerweile vierten Mal unter der Anleitung professioneller Musiker gemeinsam in Bautzen. In einem Klassik-Ensemble und in einem Beat-Ensemble erlernen die Teilnehmer sorbische Musikstücke, welche der Pianist Christoph Reuter aus Berlin eigens für dieses Ferienlager komponiert hat. Die Schüler spielen verschiedene Streichinstrumente, Block- und Querflöte, Akkordeon, Gitarre, Trompete und klassisches Schlagwerk sowie Klavier. Angeleitet werden sie von Simon Hajduschka
und Jan Bresan. In einem Abschlusskonzert präsentieren die beiden Ensembles im Saal des Sorbischen Nationalensembles das Gelernte pro Publikum. Der Eintritt zum Konzert am 5. April um 17 Uhr ist frei. Der Siebenbrücken-Wanderweg durch die Gemeinde Hochkirch ist jetzt mit Hörstationen ausgestattet. Wie die Hochkircher Wanderfreunde mitteilen, sind diese nach dem Vorbild der bereits vorhandenen Stationen am Lusgauer Prinzenpfad gestaltet worden. Dort gibt es bereits 8 Stationen, an denen Besucher mittels QR-Code auf dem Smartphone geschichtliche und heimatkundliche Informationen anhören können. Die Informationen sollen laut den Wanderfreunden in deutscher und sorbischer Sprache verfügbar sein. Der Siebenbrücken-Wanderweg war 2022 von den Hochkircher Wanderfreunden auf etwa 20 Kilometern Länge zwischen Kohlweser und Wuschke ausgeschildert worden. Einzelne Streckenabschnitte mussten dazu erst wieder begehbar gemacht werden. Eigentlich sollte ab 1. April im Landkreis Bautzen die neue Bezahlkarte für Asylbewerber starten. Das Pilotprojekt in Sachsen verzögert sich aber um 1 bis 2 Wochen. Die Karte funktioniert wie eine gewöhnliche Girokarte, jedoch mit einer Beschränkung und soll das bisherige Barzahlungssystem für Asylbewerber ersetzen. Mehr dazu jetzt. In den kommenden 2 bis 4 Wochen soll sie im Landkreis Bautzen starten. Die neue Bezahlkarte für Asylbewerber. Als einer der ersten Landkreise in Sachsen startet das Vorhaben sozusagen als Pilotprojekt, noch vor einer bundesweit einheitlichen Lösung. Wie Landrat Udo Witscher zu Beginn der Woche informierte, soll es sich bei der Karte um eine gewöhnliche Girokarte mit einer Beschränkung für Sachsen handeln. Mit ihr soll das Bezahlungssystem komplett abgelöst werden. Die Kreisverwaltung verspricht sich davon vor allem einen logistischen Vorteil und damit auch weniger Kosten. Wir sprechen hier immerhin von 800 Haushalten, also rund 1500 betroffenen Personen. Und das ist nicht von heute auf morgen, von einem Datum aufs andere über Nacht eben halt machbar. Und deswegen werden wir die ersten 300 Bedarfsgemeinschaften bzw. Haushalte jetzt in den nächsten Tagen bedienen. Das heißt, die werden zu uns eingeladen oder wir gehen in die zentralen Unterkünfte, werden natürlich in die Handhabung dieser Karte auch einweisen. Das sind jetzt vordergründig natürlich erstmal die, die auch noch keine Kontoführung bisher genutzt haben, die tatsächlich ein Barauszahlungssystem brauchten. Und dort können wir am allerschnellsten natürlich Verwaltungskosten einsparen. Auf die Karte bekommen die Asylbewerber künftig die 450 Euro pro Monat aufgebucht. Teilweise automatisch, teilweise nach einem persönlichen Gespräch. Es sind keine Überweisungen im Inland und Ausland damit möglich. Und wir haben die Nutzung auch dahingehend beschränkt, dass an einem Automaten nur Bargeld abgehoben werden kann in der Höhe von 50 Euro pro Monat pro Erwachsenen und 10 Euro pro Monat pro Kind in diesem Haushalt. Die Kreisverwaltung beruft sich dabei auf eine Art Taschengeldregelung. Vor allem mit Blick auf kleinere Händler wie Bäckereien oder Kioske werden die Asylbewerber damit stark eingeschränkt. Meist nur größere Einkaufsmärkte bieten nämlich Zahlungen mit Karte an. Ob und inwieweit die neue Bezahlkarte daher überhaupt eine Verbesserung ist, auch in Bezug auf den dahinterstehenden Aufwand, bleibt umstritten. Die Karte muss nämlich trotzdem künftig von jedem Asylbewerber beim Landratsamt in Bautzen oder mitunter auch in den Gemeinschaftsunterkünften abgeholt werden. Kevin Stanulla ist der Fachbereichsleiter für Migration bei der AWO Lausitz und verantwortlich für 6 Gemeinschaftsunterkünfte in den Landkreisen Bautzen und Görlitz und kennt die Tragweite der Umstellung zur Bezahlkarte. Die Bezahlkarte ist dafür gedacht, dass die Bewohner damit einkaufen gehen können, ihren Bedarf des täglichen Lebens am Ende damit decken können und damit dieses Geld nicht verschickt wird, umgetauscht wird, weggegeben wird, verschenkt wird oder ähnliches. Und ich halte es für, ich sag mal, nicht wahrscheinlich, dass das vorneweg großartig im großen Stil passiert ist, denn so viel Geld bekommen sie nicht und sie brauchen ja auch ihren täglichen Bedarf, denn auch hier bei uns in der Gemeinschaftsunterkunft unterhalten sie ihren Lebensunterhalt damit, sie müssen davon ihre Kleidung kaufen, sie müssen kochen, sie müssen essen, sie müssen trinken, die Kinder müssen ihren Schulbedarf damit decken und das bezahlen ja alle aus eigener Tasche. Die Bezahlkarte für Asylbewerber betrifft außerdem nur die Menschen, deren Aufenthalt durch die Ausländerbehörde noch nicht geklärt ist. Wer abgeschoben wird, muss sie ohnehin wieder abgeben. Wer bleibt aber auch? Der muss sich dann nämlich über das Jobcenter selbst kümmern und bekommt das sogenannte Bürgergeld von aktuell über 500 Euro im Monat.
Davon müssen sich Asylbewerber nach der Aufenthaltsgenehmigung aber auch eine eigene Wohnung suchen und die Unterkunft verlassen. Um schon vorher die Integration voranzubringen, plant der Landkreis Bautzen sogenannte Arbeitsgelegenheiten einzuführen. Diese sind seit Februar diesen Jahres möglich. Das bedeutet, dass jeder Asylbewerber in Vereinen, auf Bauhöfen oder anderen Einrichtungen gemeinnützige Tätigkeiten nachgehen kann. Da sind wir aktuell mit gemeinnützigen Vereinen, aber auch mit Kommunen im Gespräch. Und wir wollen noch umfangreicher eruieren bei den Städten und Gemeinden, ob denn diese Möglichkeit genutzt werden soll. Und dann wären 80 Cent pro Stunde als sogenannte zusätzliche Aufwandsentschädigung für den Asylbewerber buchbar direkt auf seine Bezahlkarte. Und wir würden natürlich über die Asylbewerberleistungspauschale dann auch die Arbeitsschutzkleidung zur Verfügung stehen, sodass außer den Eigenkosten gemeinnützigen Vereinen oder kommunalen Bauhöfen keine weiteren Kosten entstehen. Zumindest hier geht man in Sachen Integration voran. Die Zukunft wird zeigen, wie das Ganze in der Praxis angenommen wird. Die Bezahlkarte zumindest wird kommen. Bis Ende des Jahres wird eine langfristige bundeseinheitliche Variante in der Kreisverwaltung erwartet. Und das war es auch schon mit unserer Dienstagsausgabe der Regionalzeit aus dem Oberlausitzer Bergland. Morgen geht's in der Regionalzeit am Mittwoch um die Themen aus der Westlausitz. Für Sie noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.